Hi, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Adobe After Effects CS5 eine fortgeschrittene Stop-Motion-Animation machen könnt. Schauen wir uns an, was wir erschaffen wollen. Wir haben hier einen Bus, aus dem Menschen aussteigen. Und wie von Geisterhand steigen zusammen mit den Menschen zwei rote Schuhe mit aus. Diese Aufnahme besteht insgesamt aus zwei Aufnahmen. Und zwar zum einen aus der Aufnahme der Menschen, die aus dem Bus aussteigen. Und zum anderen aus der Aufnahme der roten Schuhe, die stückchenweise aus dem Bus aussteigen und jedes Mal etwas nach vorne gesetzt werden. Als erstes brauchen wir diese Aufnahme mit den roten Schuhen. Hieraus exportieren wir Bilder von den roten Schuhen, wie sie dastehen. Und wenn wir diese Bilder hintereinander abspielen, haben wir schon mal eine einfache Stop-Motion umgesetzt. Also gut, die oberen beiden Videos sind nicht sichtbar. Das Auge hier vorne ist deaktiviert. Das heißt, wir gehen nun zum ersten Bild, was wir exportieren wollen. Das ist das hier. Hier sehen wir den Schuh. Und ansonsten sehen wir keine unerwünschten Dinge im Bild, keine Füße. Jetzt gehen wir auf Komposition, Frame speichern unter, Photoshop mit Ebenen, wählen den Speicherort, nennen es After Effects Stop Motion 1 speichern. Dann navigieren wir mit Hilfe des Zeitanzeigers zum nächsten Bild. Das wäre jetzt dieses hier. Hier sehen wir auch wieder nur die Schuhe. Ansonsten nichts Unerwünschtes. Komposition, Frame speichern unter Photoshop mit Ebenen. Und dann das Ganze After Effects Stop Motion 2. Und so verfahren wir mit dem restlichen Video auch. Wenn wir das gemacht haben, brauchen wir das Video mit den Schuhen eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir können es auswählen und löschen. Nun importieren wir die Bilder, die wir gerade aus dem Filmmaterial exportiert haben, indem wir im Media Pool rechtsklicken, auf Importieren, Datei gehen. Dann gehen wir in unser Quellverzeichnis, in dem die Bilder gespeichert sind, wählen sie aus und öffnen sie. Ziehen wir sie gleich in die Zeitleiste. Wichtig ist, dass die Bilder von 1 bis 11 beginnend in der richtigen Reihenfolge in der Zeitleiste drinstehen. Ähnlich wie bei Premiere ist es auch bei After Effects so, dass höher liegende Clips die darunter liegenden Clips verdecken. Da wir aber unsere Schuhe auf unserer Filmdatei mit den Menschen laufen lassen wollen, muss die Filmdatei mit den Menschen ganz unten liegen, damit die Schuhe später die Filmdatei an den entsprechenden Stellen verdecken können. Nun sollen die Schuhe aber natürlich nicht die gesamte Filmdatei verdecken, sondern nur den Bereich, wo die Schuhe laufen. Das heißt, wir müssen diesen Bereich, wo die Schuhe laufen, auswählen und After Effects sagen, dass nur dieser Bereich angezeigt werden soll und alles andere nicht zu sehen sein soll. Hierfür gibt es ein sehr mächtiges Werkzeug bei After Effects. Das ist das Zeichenstiftwerkzeug. Mit dem Zeichenstiftwerkzeug könnt ihr einzelne Bereiche auswählen, die entweder zu sehen sein sollen oder die nicht zu sehen sein sollen. Ich deaktiviere mal hier vorne die Sichtbarkeit von allen Bildern bis auf Bild 1 und lege eine Maske mit dem Zeichenwerkzeug um meinen Schuh. Es soll nur dieser Bereich zu sehen sein. Das heißt, dieser Bereich ist zu sehen und das, was drunter liegt. Und das, was drunter liegt und momentan noch sichtbar ist, ist das Video mit den Menschen, die aussteigen. Auf diese Art und Weise bekommen wir unsere Schuhe in das Filmmaterial hinein. Wenn wir uns jetzt aber die Situation anschauen, dann sehen wir hier noch eine sehr harte Kante. Diese Kante können wir in den Maskenoptionen weicher machen. Zu den Maskenoptionen kommen wir, wenn wir in dem Bild, in dem die Maske liegt, dieses kleine
Pfeilchen klicken, auf Masken gehen, Maske 1 und die Maskenkante weicher machen. Achtet darauf, wenn ihr die Maskenkante zu weich macht, verschwindet euer Schuh allmählich. An dieser Stelle soll der Schuh auftauchen. Das heißt, wir ziehen den Anfang von Bild 1 an die Stelle, wo momentan der Zeitanzeiger steht. So, gut. Und wenn ich jetzt langsam durchscrolle, hier ist der Schuh noch nicht zu sehen. Und jetzt kommt er ins Bild rein. Dasselbe machen wir jetzt im Grunde mit den Bildern, die darunter noch kommen, genauso. Wir deaktivieren hier oben mal Bild 1 und aktivieren stattdessen Bild 2. Und hier machen wir dasselbe. Wir müssen uns wieder den Bereich definieren, der zu sehen sein soll. Hierfür klicken wir auf Bild 2, damit wir es ausgewählt haben, wählen unser Zeichenstiftwerkzeug und maskieren die Schuhe, also den Bereich, den wir sehen wollen. So. Okay, die Schuhe stehen in unserer Filmdatei. Das ist ganz gut. Und der nächste Schritt, also der nächste Schritt im Vergleich zum ersten Schuh, soll meinetwegen an dieser Stelle des Videomaterials geschehen. Wir ziehen den Anfang von Bild 2 wieder an unseren Zeitanzeiger dran und das Ende von Bild 1 ziehen wir auch an unseren Zeitanzeiger ran, weil Bild 1 wollen wir jetzt nicht mehr sehen, sondern von nun an soll Bild 2 zu sehen sein. So. Und wieder haben wir das Problem, dass wir hier ganz deutlich die Kante sehen. Wir wählen uns wieder Bild 2 aus, gehen auf den kleinen Pfeil, Masken, Maske 1 und wir erhöhen die weiche Maskenkante. Soweit, dass der Schuh nicht verschwindet und doch so weit, dass wir keinen Rand mehr sehen. Kommen wir jetzt zu Bild 3. Deaktivieren wir wieder die Bilder 1 und 2. Gehen in unserem Filmmaterial ein bisschen nach vorne, ungefähr bis hierher. Aktivieren Bild 3. Wählen uns wieder unseren Zeichenstift. Maskieren die Schuhe, die wir sehen wollen. Machen die Maskenkante weicher und verschieben den Anfang von Bild 3 wieder an unseren Zeitanzeiger dran. Und das Ende von Bild 2, das nun ja nicht mehr zu sehen sein soll, ebenfalls an den Zeitanzeiger ran. Das ist jetzt ein fließender Übergang. Das heißt, Bild 2 ist nicht mehr zu sehen und stattdessen ist Bild 1 zu sehen. Wenn wir frameweise durchgehen, dann sehen wir, wie sich die Schuhe nach vorne bewegen. Machen wir weiter mit Bild Nummer 4. 2 und 3 machen wir wieder unsichtbar. Bild 4 interessiert uns jetzt. Wir markieren es wieder, unser Maskenwerkzeug, zeichnen die Maske um die Schuhe. Und das Bild soll meinetwegen hier zu sehen sein. Die Schuhe sollen in dem Moment so weit gekommen sein. Und hier stoßen wir an unser erstes Problem. Die Maske, die wir gerade um die Schuhe gezeichnet haben, verdeckt sowohl einen Teil vom Fuß als auch den Krückstock, den wir hier sehen. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Wir können mit Hilfe des Scrollrates in unseren Vorschau-Monitor rein scrollen. Und wenn wir das Bild verschieben wollen, also jetzt sehen wir hier den Fuß nicht mehr, klicken wir in die Mitte unserer Maus oder auf das Scrollrad drauf. Dann können wir das Bild zur Seite verschieben. Wenn wir das Bild anklicken mit der linken Maustaste und verschieben, verschieben wir wirklich das Bild und nicht nur die Ansicht. Wir wollen aber nur die Ansicht verschieben. Wir können diese Punkte, diese Maskenpunkte, die wir gesetzt haben, einfach mittels Drag and Drop verschieben. Stellen aber jetzt fest, es könnte gerade gehen.
Es geht gerade. Stellen aber jetzt hier fest, dass uns die Maskenpunkte nicht ausreichten. Wir müssen die Krücke abdecken und gleichzeitig die Schuhe. Und da reichen uns die Maskenpunkte nicht aus. Wir können mit dem Werkzeug, mit dem wir die Maske gezeichnet haben, zusätzliche Maskenpunkte einfügen, indem wir auf die gelbe Linie gehen. Dann taucht bei diesem Federhalter ein kleines Plus auf. Wenn wir jetzt klicken, dann taucht da ein neuer Maskenpunkt auf. Fügen wir uns mal ein paar neue Maskenpunkte hinzu. Und diese können wir jetzt ganz präzise so verschieben, dass unsere Krücke zu sehen ist, unser Schuh zu sehen ist, die roten Schuhe zu sehen sind. So, jetzt wird es nochmal schwierig. In dem Bild, in dem ich jetzt bin, taucht plötzlich im Videomaterial ein Fuß auf. Und dieser Fuß soll natürlich den Schuh, der jetzt im Hintergrund ist, verdecken. Nun machen wir uns zunutze, dass wir mit dem Maskierungswerkzeug, was wir bis jetzt immer verwendet haben, um Bereiche zu definieren, die wir sehen wollen, auch Bereiche auswählen können, die wir nicht sehen wollen. Es betrifft dieses Bild. Wir brauchen jetzt eine neue Maske, die den Bereich, der nicht zu sehen sein soll, abdeckt. Also wenn der Fuß kommt, dann soll genau dieser Bereich, den der Fuß ausfüllt, am Schuh nicht zu sehen sein. Um das Ganze noch etwas schwieriger zu gestalten, müssen wir den Maskenpfad, also die Maske, auch noch animieren, weil sie soll sich ja bewegen. Der Fuß bewegt sich ja auch. Nach und nach soll der Schuh ganz abgedeckt werden. Das stellt sich hier sehr gnädig heraus, weil wir im Grunde nur 2 bis 3 Frames animieren müssen. Also gut, fangen wir an. Dieses Bild brauchen wir. Wir nehmen wieder unser Maskierungswerkzeug. Schauen, dass die Ebene, der Schuh, den Schuh wollen wir verschwinden lassen, ausgewählt ist. Und zeichnen entlang des Fußes, der ins Bild kommt. Wir können diese Ebene auch noch mal kurz deaktivieren, dann sehen wir den Fuß besser. Eine Maske und diese Maske verdeckt dann den Schuh an der richtigen Stelle. Diesmal gehen wir auf Maske 2, subtrahieren. Wir wollen diesen Bereich nicht sehen. Und jetzt können wir das Bild auch wieder sichtbar machen. Und wir sehen, wie schön dieser Bereich hier vom Schuh weggeschnitten wird. Wenn wir rauszoomen, ein bisschen müssen wir die Maske noch anpassen. Um die Maske jetzt zu animieren, klicke ich hier auf diese Stoppuhr bei Maskenpfad. Und wenn diese Stoppuhr aktiviert ist, dann wird jede Veränderung am Maskenpfad von Adobe aufgenommen und kann immer wieder rekonstruiert werden. Wir können jetzt ein Bild nach vorne gehen. Und nun soll der Schuh nicht mehr zu sehen sein. Wir passen unsere Maske wieder an. Und wenn wir uns das jetzt mal mit der Keyframe-Animation anschauen, dann sehen wir, wie sich der Maskenpfad mit den Bildern verändert. An dieser Stelle soll der Schuh wieder voll zu sehen sein. Wir können jetzt mal eine andere Methode wählen. Wir können sagen, okay, hier soll die Maskendeckkraft, die wir hier auch einstellen können, 100% betragen. Das passt. Wir wollen auch hier eine Keyframe-Animation durchführen, also klicken wir wieder auf die Stoppuhr. Und im nächsten Bild soll diese Maskendeckkraft 0% betragen. Und wenn die Maskendeckkraft 0% beträgt, dann sehen wir die Schuhe dahinter nämlich wieder. Also stellen wir ein, 0%. Wenn wir das uns jetzt wieder frameweise anschauen, hier wäre die Maskendeckkraft unserer Maske 2 100%, hier wäre sie 0% und die Schuhe sind wieder sichtbar. Das gleiche müssen wir am Anfang auch noch machen. Hier passt's. In einem Frame davor soll die Maske nicht decken, soll der Schuh wieder voll zu sehen sein. Das heißt, auch hier müssen wir noch einen Keyframe hinzufügen und das machen wir mit dieser kleinen Raute hier vorne. Klicken auf die Raute
Und hier soll die Deckkraft 0% betragen. Einen Frame weiter soll sie 100% betragen. So. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann kommt der Schuh von links und verdeckt den roten Schuh im Hintergrund. Wenn wir hier oben bei den Wiedergabeknöpfen auf diesen Pfeil mit den beiden Strichen der RAM-Vorschau draufklicken, dann berechnet uns After Effects für den Arbeitsbereich die Effekte. Und wenn wir nochmal draufklicken, dann können wir uns das Video, was wir gemacht haben, bis jetzt in Echtzeit anschauen. Und wir sehen, so wie wir es haben wollten, laufen unsere Schuhe jetzt plötzlich in der realen Szene via Stop Motion. Die unteren Bilder, die haben wir nicht benötigt, die können wir jetzt auch noch löschen. Und das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist den Film auszuspielen. Dafür gehen wir auf Komposition, an Renderliste anfügen. Und hier können wir den Speicherort unseres Videos festlegen. Wir können die Videooptionen festlegen, meinetwegen H.264 als Format. Das passt soweit alles. Und wenn wir jetzt auf Rendern klicken, können wir unser Video ausspielen lassen.